Willkommen zurück. Eine weitere Tour. Aber ich glaube, ich muss erstmal schlafen, wenn ich es richtig sehe. Ich habe nur noch 4 Stunden und die Strecke wird ein bisschen länger werden. Also werde ich am besten erstmal zu einem Rastplatz fahren. Ist ganz schön tot gerade hier. Es ist mal gerade gar nichts los. Auf der Straße, besser gesagt. Da wird mein Pedal gerade ab. Warte mal. Also irgendwie stimmt da was gerade nicht. Wisst ihr was, ich fahr's einfach mal hin zum Ziel. Und dann schauen wir, ob wir da pennen oder so. Hey, Fahrzeuge! Wahnsinn! Hier ist ein Maggie. Nee, 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 nee. Das will ich reinfahren da. So, dann sollen wir Spur wechseln. Oh, ich freue mich so, wenn die Karte endlich mal richtig vollständig ist hier. Das ist geil. Das wäre richtig geil. Slow. Ja, speichere ich. Macht nichts aus. So, pennen sollte ich auf jeden Fall mal. Mein LKW wird auch schon ein bisschen gelitten, sehe ich gerade. 4% habe ich schon. Nach Paddleton, glaube ich, hieß das Nest. Doppeltrailer, war ja klar. Mach mal das Tor hoch. Was ist mit dem LKW? Hier kann der nicht mal einer wegräumen. Also den Rolltoren verstehe ich nicht ganz, warum jetzt unbedingt das Rolltore sein müssen. Aber okay. Das scheint ein ganz schön großes Ding zu sein hier. Moment, da gibt es die Vierkantrohre genommen? Ich glaube schon. Oder habe ich den? Wer ist er denn? Aber das ist auch mal was Neues. Aber mein Fahrzeug da steht, was einfach beleuchtet ist, aber. Okay, das ist strange hier. Auf. Bin auf der Durchreise. Mann, 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 Mann. Nee, hier noch nicht. Eine weiter. Hier jetzt. Oh Gott, ist das enger. Sah enger aus, als es das ist. Hier links irgendwo, da steht er. So rum, oder? Schon so rum, oder? Ich sehe es gerade echt nicht, aber ich schau mal schnell lieber. Ja. Okay. Naja. Rückwärts fahren und Pedale gehen. Muss man mögen. Gut. Die wird auch gerade wieder dunkel. Aber das macht uns ja gar nichts aus. So, schauen wir mal schnell auf den Auftrag. 30 Stunden habe ich, aber Echtzeitstunden, das heißt, ich kann in Ruhe schlafen gehen. Okay. Nur, dass das Zeug ziemlich schwer ist. 42 Tonnen. Gespannt, ob mich jetzt langglotzt. Gut, hier kommt sowieso keine Sau. Das ist perfekt. Könnt doch mal P drücken. Aber ich glaube nicht, dass ich Beleuchtung habe, Sonderlicht. Nee, nicht wirklich. Ja, immer noch in Oregon unterwegs. Es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch derselbe Tag. Genau genommen sogar noch dieselbe Stunde. Bei der letzten Aufnahme hier. Ich bin jetzt nur in Salem hintergefahren. Die
den Auflieger angekoppelt und ja, quasi mit euch jetzt hier gewartet. Und jetzt fahren wir das kleine Nest da. Pentleton. Pentleton. Ugh, die Namen. Absolut traurig. Wollen Sie irgendwo ein Tor? Ja, da. Mach halt auf! So, erster Rastplatz wird gehalten und geschlafen, damit sie der Tag ist. Sind wir schon 20 Uhr, müssen langsam ins Bett. Mhm. Ich sollte nach der Arbeit nicht aufnehmen. So, willst du hin? Du willst nach links und ich will auch nach links. Dann trifft mal mit uns in der Mitte, oder? Ach Gott, ist das schwer, das Zeug. Puh, ist das schwer. Da guckt man sich doch mal durch den ganzen Ort durch, oder wie? Das ist ja auch mies. Na schau, die Sonne ist aber nicht untergegangen. Wie gesagt, es ist immer noch derselbe Tag. Viertelstunde Stunde ist es nicht mehr jetzt, aber... In-game nicht, aber out-game schon. Also in real-life. Wenn du nicht bald fährst, muss es sein lassen. Eine Sekunde. Irgendwas stimmt da unten nicht. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Was ist doch? Dass die Pedale abhauen, habe ich doch gleich gemerkt. Jetzt komm mal ein Stückchen her da, danke. So, jetzt habe ich den Anschlag. Das gibt's ja nicht, wenn die Dinger da unten abhauen. Ach Gott. Ja, jetzt sieht besser aus. Jetzt ist alles wieder richtig nah. So wie ich es gar nicht habe. Gar nicht mag. Wartet der? Der bullet auf alles. Irgendwann zieh ich mal richtig durch, dann ist vorbei mit ihm. Jedenfalls ist sehr viel Detailarbeit gemacht worden. Das sieht man daran, dass zum Beispiel Autos in Einfahrten stehen und. Gut, das ist immer dieselbe Szene von den UPS. Aber alles in allem. So eine Spur wechseln. Ilona. Ja, ich weiß auch nicht so. Markt. Sieht immer noch so 2D aus. Die Inneneinrichtung ist halt eher. Ein. Gott, eine Textur. Natürlich. Bis die von rechts alle durch sind, kommt von links wieder was. Ja, ich bin noch neu in dem Gewerbe hier. Ich kann nicht wirklich fahren. Portland Keep Rides. Ja, ich wollte mal nach Portland, aber bis jetzt habe ich da noch keinen Auftrag hin gefunden. So. Wenn nichts drauf steht, dann darf ich bei Rot fahren. Eigentlich müsste ich anhalten und kurz warten und dann das Gas geben, aber. Gut so. Wo war jetzt der Rastplatz? Naja, auf der anderen Seite der Stadt. Da kommt bestimmt noch einer. Jetzt irgendwas stimmt mit den Pedalen nicht. Die rutschen jetzt dauernd weg. Das sind nur 330 Kilometer, also so weit ist es zum Glück nicht mehr. Ich habe gedacht, ich mache so ein zweites Video hinterher gleich. Ich habe alles aufgebaut, habe das ganze Setting, sprich das Lenkrad drüber geschoben, festgeschraubt, angesteckt vor allem. So, ein Tempomat da rein, das ist eh schon eingestellt.
Das rutscht ganz schön hinterher jetzt, das Pedalding. Also, ich weiß nicht genau warum. Das dürfte ein Portland sein davon, ne? Willkommen in Portland. So, stimmt ja. Seattle ist ja. Moment, Seattle? Seattle ist ja. Ist Seattle Washington? Ich glaube schon, gell? Portland ist noch. Genau hier, aber. Seattle ist ja dann schon das nächste Nest. Und wir hatten jetzt alle langsamer, Leute. Das ist nicht gut. Oh Gott, diese Straßen. Oh, ob das nicht schnell bergauf geht oder so. Coole Brücke. Sogar beleuchtet. Ab erster Nacht. Ich müsste mal die Spur wechseln, Leute. Ich weiß auch nicht, wie weit. Ich vermute ganz rechts. Fahren wir mal ganz rechts rüber. Ja, dann geht's gleich hier gleich abheben. Ich hoffe, ihr macht Platz da vorne. Ich sollte vielleicht doch eine Gangschaltung mit Retarder besorgen. Nur mal so eine Idee. War nicht ganz ersichtlich, warum das jetzt erst runtergeht und dann wieder hoch, aber die werden schon ihre Gründe haben, denke ich mal. Dann gerade ein bisschen nach Radio Bob, was da lief. Hm. Wisst nicht. So, schafft es denn nicht mal hier 90 zu fahren, du Pfeife da vorne? Ne, schafft er nicht. Auch so schwach motorisiert, ja? Ich würde ihn überholen, aber. Ach komm, wird ja gerade schneller. Aber Licht habe ich schon an, oder? Es wird alles dunkel. Naja, es ist so dunkel. Ich muss gerade aus, okay. Du verabschiedest dich jetzt. Na dann, noch viel Spaß. Tschüss. Vancouver. Oh ja, Vancouver wäre richtig geil, wenn sie das noch einbauen würden. Am liebsten noch mit der Fähre in der Victoria Island rüber. Boah, das wäre mal richtig krass. Aber es ist ja American. Obwohl, American Truck Simulator bindet theoretisch eigentlich auch Kanada mit ein. Boah, was sie sich da spielen könnten an allein an British Columbia. Boah. Alter. Die haben noch so viel vor sich, die Jungs. Und Mädchen. Mädels. Die Boys and Girls. Ah, ich bin so durch. So, ich sollte mal die Spur wechseln. Am besten gleich zweimal. Nein, sollte ich nicht. Ich fahr zum Airport, weil da kann ich rasten. Macht geradeaus, nehme ich an. Ich hoffe, ihr habt nichts. Wie komme ich denn da? Hier rechts, oder? Bitte komm nichts, bitte komm nichts.
Jawohl, das sieht doch richtig nach dem Rastplatz aus. Dann muss ich vielleicht mal einen Blinker ausmachen. Und dann suchen wir uns hier ein Loch. Am besten hier so gleich. Ich fahre noch in die Lücke, okay? Ich denke, ich bin drin. Mal schauen. Ja. Okay, für mich reicht's. Gute Nacht. Oh, Tag. Schöne Trucks haben Sie hier. Ich wünschte, wir hätten mehr Trucks. Mein Mac oder so. Die älteren Dinger auch mal. Wiss ja nicht. Kann ich auch gleich tanken, wenn ich einmal hier bin, gell? Head muss weg. Und wiegen könnte ich mich auch mal spaßenshalber, wenn ich schon mal hier bin. Aber ich weiß nicht, wie ich da reinpasse. Ob ich da reinpasse überhaupt. Und ja, ich fahre jetzt gegen den Strom hier rein, aber das ist mir gerade relativ. Es ist wirklich Radio Bob. Es ist wirklich Radio Bob. Wollt ihr mich verarschen? Was ist da los? Gespielt. Wie ist es? Hä? Ich hab doch. Also für die, die es gesehen haben, zufällig. Danke. Ich hab doch vorhin Ron eingestellt. Wieso geht es auf einmal Bob wieder? Alter. Klingt auf jeden Fall nach Bob. Auf jeden Fall. Ach, lass an. Vielleicht muss ich da wieder ein bisschen was rausschneiden, aber ihr kennt das Thema ja schon. Ich darf hier vorne nicht links abbiegen. Das hilft mir. Ich möchte hier nach rechts. Rechts. Kennst du es? Du kommst in eine Kreuzung, wo kein Auto fährt und prompt kommst du hin. Cars. Ah, dieser Stuhl. Ja, rausch über die Kreuzung drüber. Macht nix, gibt dies. Ich will gucken, ob bei Amerika so wenig Ampeln gibt eigentlich. Ich meine, es wäre rechts vor links dann, aber so wie der durchgeblasen ist, hat er nicht großartig geschaut, ob da einer kommt. Na klar, er hat ja eh Vorfahrt, von daher. Ach, was soll's. Die werden schon wissen, was sie machen. So, da stand Truck 60, das heißt, ich darf 97, genau. Alter, Bob. Unfassbar. Wisst ihr, wie lange ich versucht habe, Bob wieder reinzubringen auf diesen Kanal? Also, nicht auf den Kanal, aber in mein Radio. Ich habe den Stream von zwei oder drei Seiten, die Streamadressen habe ich reinkopiert. Und plötzlich geht's wieder. Also lag's gar nicht an Bob, oder was? Es lag's am dann geht's auch mal Oil Truck wieder. Tef. Ja, super. Ja. Habe ich nicht vorhin erwähnt, dass sie eh eine Wegestation anfahren wollen? Um zu gucken, wie schwer wir sind. Was macht er? Er fährt einfach nur leer durch, oder was? Natürlich. Ist überhaupt schon richtig drauf? Tatsache, aber gerade so. Und? 59 Tonnen, fast 60 Tonnen.
Du willst einen 40-Tonner, gell? Hast es. Erstes. Ach, was macht er denn dann wieder? Das kann ich denn ernst sein, Alter. So fährst du auf die Bahn, oder was? Ne, du fährst gar nicht auf die Bahn, stimmt. Alter, das ist ein Ernst. Jetzt fahrt! So, die nächsten zwei Folgen stehen wir jetzt hier am Straßenrand und warten darauf, dass eine Lücke frei wird. Das sind Kollegenschweine, gell? Ich könnte jetzt einmal die Spur wechseln, wenn er mal darüber aufziehen würde. Kommen die pushen, Alter. Ein bisschen Holz da hinten drauf. Was ist los? Alter. Jetzt solltest du dir eine bessere Zugmaschine kaufen. Ein bisschen größeren Motor oder so. Der schon so schweres Holz transportierst mit so einem, mit so einer groben Textur. Oh, da ist ein Eco-Modus drin. Selber schuld. Oh ja, das ist Bob. Oh Gott, wie habe ich früher Bob geliebt. Früher habe ich noch andersrum geschlafen. Das heißt, nach der Arbeit erstmal gezockt. Bis 18 Uhr oder so und dann erst ins Bett. Und jetzt mache ich es sogar andersrum. Und Dallas. Ja, okay. Das hier ist Dallas. Rechts ein bisschen Wald und ein Hang. Und links einfach ein Abgrund. The Dallas. Insider. Das ist die komische Brücke mit den Fischen drauf, die ich schon im Trailer gesehen habe, im Video. Ah! Strange. Wo war ich gerade gedanklich? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr, scheiße. Oh, eine Kirche. Eine Kirche. Oh, die Musik passt einfach super. Töff, töff. Keine Töff, töff. Keine Töff, töff. Ich mag Töff, töffs. Schau mal links die Brücke. Vielleicht kann ich das ein bisschen besser. Ja, so. Will drüber fahren. Geht aber bestimmt nicht. Ich glaube, dass das Eisenbahnbrücke ist. Hier könnte ich drüber fahren, bis hin, also bis zum Bogen, dann aber auch nicht weiter. Rechts ist TÜV-TÜV. TÜV-TÜV. Ich habe das Gefühl, ich entwickle mich langsam zurück. Ich weiß nicht, in was oder wohin, aber es kommt mir immer mehr so vor. Mit TÜV-TÜV gucken. Ah, super. Hätten Sie mal sagen können, dass, was ist das denn? Ist das gerade zu gut durchgefahren? Das scheint irgendwas Elektrisches zu sein. Mit einer amerikanischen Fahne. Natürlich mit einer amerikanischen Fahne dran. Ah, da ist TÜV-TÜV. Ich mag echt Züge. Ich mag eigentlich einen Eisenbahn an sich. Eisenbahnsimulator, das wäre doch mal eine Sache für mich. Ja, aber Trains kannst ja. Ja, wie gesagt, die ganzen DLCs und alles, da bist du mit 2.000-3.000 Euro dabei, locker. Das ist dann doch nichts für mich. Also rechts. Jetzt kurz warte, wird hier rechts gleich wieder. Da ist er.
Ach, schön. Hier fahre ich gerne lang, wo Tef Tef ist. Immer schön mit mir mit. Oh. Du überholst mich jetzt oder lässt es bleiben? Ich muss doch ein bisschen ausweichen. Hätte euch das aufstellen können, die Pfeifen. Ist abgedrängt? Nee, gell? Ich hab grad nicht geschaut gehabt. Naja. Nur ist er eh weg. So auf den Töfter warten. Er ist nicht ganz so schnell unterwegs wie wir. Ah, das ist echt schön mit so einem Zug parallel, das liebe ich. Das gibt's ja schon irgendwo. Bei. Wie hieß das Nest? Da unten rechts in New Mexico? Santa Fe? Ich glaube, Santa Fe war's. Da gibt's das ja auch mit viel Eisenbahn. Oh, Gegenzug gibt's auch. Hab ich gerade gesehen. Entschuldige, du schon wieder, gell? Das trifft immer die Falschen. Es tut mir sorry. Ach, herrlich, ich liebe es. Komm, beim nächsten Mal lasse ich dich durch. Komm, ein Versuch hast du noch. Alle guten Dinge sind drei. Ach, schön. Er hat's geschafft. Yay! Ich werde jetzt am Anfang verstärkt Videos machen von American Truck. Einfach, wo ich jetzt hier ein paar Touren hintereinander einfach wegmache. Dann werde ich zwischendrin per Hand ein paar Sachen machen, einfach ohne Aufnahme. Und vielleicht nehme ich es auch auf, ich weiß auch nicht genau. Ja, ich werde auf jeden Fall mehr American Truck Sim Videos machen, weil 4 ist echt arg wenig. Schönes. Schönes, was auch immer das hier ist. Stausee. Bächle. Keine Ahnung. Ich mag nur meine Zugmaschine ehrlich gesagt nicht. Die fährt einfach furchtbar. Sie klingt furchtbar. Ich hätte gerne eine richtige. Oder aber mein Volvo. Der hier. Boah. Gott. Ich würde es so lieben. Na komm. Ich bin ja nicht so. Schlafmützen. Kennewick. Hat's auch schon wieder gekracht. Oh Mann. Zufällige Road Events. Hab ich doch gerade gesagt, gell? Dass es das mal wäre. Stau fehlt jetzt noch. Aber das, wenn die Spur sich verhängt, gibt es ja automatisch Stau. Das ist echt super geworden. Nur mehr LKWs brauchen wir. Mehr Marken. Dann sind wir erstmal versorgt. Was ist mit Freightliner. Was ist mit Mac? Was ist mit an sich europäische mal? Es gibt garantiert auch Volvos hier. Es gibt so ein Volvo, habe ich schon gesehen. Ich habe sogar ein Foto von. Kann ich ja mal irgendwo mit anbringen. Vielleicht habe ich es gemacht als Thumbnail oder so. Also als. Ja, doch. Es gibt so viele LKWs, verschiedene Sorten. Ich habe jetzt auch angesprochen auf der Seite, also über Twitter. Habe ich es immer angeschrieben, vielleicht mal ein Nostalgie-Paket, wo es ältere LKWs einfach drin sind. So ganzen alten klassischen Modelle, die man aus Konvoi schon kennt. Die ganzen alten Schinken. Wie geil wäre das denn bitte? Ich meine, es müssen ja nicht alle LKWs der Welt sein. Warum hat der Form jetzt eine Vollbremsung gemacht? Ich hoffe, er ist weg. Ja.
Da war es mit meinem rechten Spiegel nicht, der hüpft immer ein bisschen. Wenn ich scharf einschlage. Oh, es macht so Spaß. Und jetzt ist langsam mein Genick im Argen. Und meine Füße tun es auch langsam weh von vielen Treten. Ich meine, ich habe ja schon 8 Stunden gearbeitet heute. Und ich bin dann wirklich Autofahrer. Von daher. Habe ich es doch geahnt. Gerade dachte ich mir noch, vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen, falls ein LKW mir entgegenkommt, aber. Zu spät gedacht. So, gucken wir das Ding jetzt hier hinbringen. Juhu! Kein Töff-Töff? Na also. Nein? Da ist er. Schön. Nee, blockiere ich nicht, okay. Gut, dass die viel Lärm macht. Hört man einfach gar nichts. Man hört einfach gar nichts, wenn er zukommt. Witzig. Aber das hörst du dann. Na schön. Stealer! Was soll das Stahlwerk mit Vierkantrohren? Und warum haben sie den LKW da hinten eingesperrt? Mann, oh, der Arme. So, da willst du es hinhaben. Okay. Ich hoffe mal, dass. Kommt schon der nächste Zug. Dass hier kein Zug kommt. Nee, wenn, dann kommt er nicht lange. Nicht weit. Boah. Was mit dem rechten Außenspiegel los ist, würde ich gerne mal wissen. Dass da unter so zappelt. Das ist echt nicht so normal. Schön. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin sehr zufrieden mit dem DLC. Es ist halt für euer Truck, für American Truck, aber ich werde mehr fahren jetzt in Zukunft. Ich muss das ein bisschen ausnutzen jetzt. 36 Minuten. Ja, das wird ein Video. Das passt schon. Ich schneide einfach das mit der Maus raus, beziehungsweise das habt ihr eh nicht gesehen. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag. Tschüss.